Herzlich willkommen. Schön, dass so viel Zeit haben. Mein Name ist Karl Voigt. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich habe an der TU Graz Telematik studiert. War dann ein bisschen beim virtuellen Fahrzeug engagiert, vier, fünf Jahre habe ich dort gearbeitet. Die letzten 4 Jahre war ich beim Institut für Softwaretechnologie der TU Graz und habe dort meine Doktorarbeit verfasst im Bereich Personal Information Management. Bin frisch gebackener Dr. Techen und suche eine Arbeit. Mein Forschungsprojekt war eben im Bereich Personal Information Management und Information Architecture. Und falls halt wer vom Textor-Projekt gehört hat, das ist auf meinem Mist gewachsen. Falls wen interessiert, der Url wird noch länger online sein. Die Software kann man gerne ausprobieren. Das ist halt was, wo man Dateien besser abspeichern und wiederfinden kann, als in dieser Hierarchie von Ordner, die nicht funktioniert. Aha, okay, mein Twitter-Client hat gerade das Netzwerk entdeckt. Das verschwindet gleich wieder. Letztes Jahr, also der Vortrag heute ist zwar mit Orgmod durchgeführt, das heißt, das, was ihr da seht, ist halt der Emacs-Editor, einer von den zwei Editoren, die man kennen sollte. Das heute ist nicht rein Org-Mod. Also wenn ihr halt den anderen Editor verwendet, ist das nicht so schlimm. Heute geht es mir eigentlich mehr um das, was man damit macht. Und das ist ja mehr oder weniger unabhängig von der Software. Allerdings, ich kann gleich garantieren, ihr werdet heute einige Dinge sehen, die mit anderen Sachen als Org-Mod nicht möglich sind. Vermutlich. Falls jemand irgendwas, ein Tool kennt, das das gleich gut oder besser kann, nur heraus damit. Aber bei Org-Mod finde ich, ist das ganz gut integriert. Ich habe erst vor 2 Jahren am GLT 11 von Org-Mod erfahren, dass das überhaupt existiert. Das ist am Rande von einer Emacs-IDE, von einem Emacs-Vortrag zum Programmieren. Es ist kurz vorgestellt worden von jemandem aus dem Publikum und ich war sofort hin und weg. Ich war damals noch auf Vim und habe extra für den Org-Mod auf den Emacs zurückgewechselt. Da war ich nämlich irgendwann einmal auch schon mal. Und seitdem ist die Suche, die jahrelange Suche von mir für das Personal Information Management Tool der Wahl vorbei. Für mich ist das einfach grenzgenial. Das ist nämlich, je mehr ich mit Org-Mod und so weiter zu tun habe und je mehr ich jetzt mit Emacs wieder zu tun habe, desto mehr komme ich drauf, dass das absolut unwichtigste in Emacs eigentlich die Editor-Funktion ist. Weil wenn man es genau nimmt, ist der Emacs kein Editor, sondern der Emacs ist eine Lisp-Maschine und damit wird er zu einem Framework. Das heißt, neben dem Faktum, dass das halt ein sauguter Editor ist, kann man mit diesem Lisp-Werkzeug wunderbare Apps aufbauen. Das bedeutet, der Emacs kann dadurch auch twittern, da ist ein Webbrowser drinnen, da ist sogar ein Webserver drinnen, man kann damit Spiele spielen, man kann alles Mögliche machen. Bitte. Es gibt sogar X für Emacs. Es gibt sogar X für Emacs. Ja. Wahnsinn. Und Video-Editor. Ja, also es gibt alles Mögliche für Emacs. Also man sieht schon, der Hauptaugenmerk von Emacs ist nicht, dass das jetzt ein Editor ist, weil für einen Video-Editor braucht man nicht wirklich einen Text-Editor. Für einen Web-Client braucht man nicht wirklich einen Editor, sondern das ist einfach ein ziemlich leistungsfähiges Werkzeugkastel. Also die Lisp-Maschine ist das Wichtigste. Ich sage immer, der Org-Mode im Speziellen, das ist natürlich eine Erweiterung vom Emacs, das ist ein riesengroßer Lego-Kasten. Prinzipiell ist das nichts Berauschendes, so ein Lego-Kasten. Es kommt darauf an, was man aus diesen Bausteinen bastelt. Und heute zeige ich euch halt, was ich für mich gebastelt habe. Das heißt aber nicht, dass das genau auf eure Anforderungen abgestimmt ist, überhaupt nicht. Nur es sollte euch halt Anstöße geben. Entweder macht es das so ähnlich nach oder ihr kommt auf andere Ideen. Das ist das, was ich heute bezwecken möchte. Beim Org-Mod habe ich mich ziemlich reingesteigert die letzten 2 Jahre, habe ich sehr viel gelernt. Ich habe auch inzwischen schon das Vergnügen gehabt, einen Org-Mod-Kurs, einen Workshop zu halten. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe, leider Gottes kann ich kein Lisp und schon gar kein E-Lisp. Das heißt, ich kann den Emacs nicht programmieren, ich kann den Org-Mod nicht erweitern. Allerdings rund um das Thema Org-Mod habe ich sehr wohl einige Tools gemacht.
komme ich dann später zu sprechen drauf, wo ihr sehen werdet, wie ich halt Daten in dieses Konglomerat hineinbekomme. Letztes Jahr habe ich einen Vortrag hier in den Linux-Tagen gehalten, da habe ich noch eher den Org-Mode als Tool vorgestellt und halt wie die Feature für Hauptfeature für Hauptfeature, ich meine, das ist unendlich viel, ja. Also der Org-Mode kann wahnsinnig viel, bin ich durchgegangen und habe versucht zu demonstrieren, was für verschiedene Bausteine in diesem Lego-Kasten denn alles vorkommen. Welche Größen und welche Farben. Heute ist es eher im Hintergrund, heute möchte ich euch erzählen, was ich eben mit diesem Baukasten zusammengebastelt habe in den letzten 2 Jahren. Und ich denke mir, ich habe da einen ganz guten Stand inzwischen, sodass ich da schon was herzeigen kann. Ja, habe ich schon Betonung, dieses Mal auf Workflows. Org-Mode ist der Lego-Baukasten. Der Editor an sich, als Emacs, ist für mich jetzt einmal sekundär, für heute überhaupt. Org-Mode ist weit mehr als ein Editor, also das ist echt ein Hammer. So, falls jemand mit dem Org-Mode noch nichts zu tun gehabt hat, ist das überhaupt kein Problem für heute. Einfach ignorieren, was ihr nicht versteht. Die Folien vom letzten Mal, respektive halt die Org-Mode-Datei vom letzten Jahr, ist nach wie vor online zu finden. Und das, was ihr da seht, das, was ich projiziere, das kommt dann später auch auf meinen Vortrag, auf die Vortragsseite von Grazer Linux-Tage. Und da ist auch verlinkt eben so die Org-Mode-Webseite, wo man sich die grundlegenden Features anschauen kann, respektive halt den, wie habe ich es genannt damals, den Org-Mode-Teaser. Das ist das vom letzten Jahr, was ich dann im Laufe der Zeit ausgebaut habe, wo die wichtigsten Features alle aufgelistet sind mit Beispielen und verlinkt zur Dokumentation. Das könnt ihr euch im Nachhinein anschauen, wenn euch Org-Mode gefällt. Das ist heute nicht so wichtig. So, also Org-Mode hat mir dermaßen gut gefallen, dass nach und nach mehr oder weniger alle meine Workflows in Org-Mode eingeflossen sind und ich kaum noch Werkzeuge für Personal Information Management außerhalb vom Org-Mode verwende. So vielfältig ist das Ding, so tolle Sachen kann man damit basteln. Ich klappe das jetzt einmal zu, also ihr seht schon, das ist einmal ein Outliner. Das sind die hauptsächlichen Dinge, was ich im Org-Mode mache, die stelle ich nur kurz vor. Im Anschluss daran möchte ich nur kurz erwähnen, was ich mir vorstelle, in welche Richtung ich meine eigene Org-Mode-Geschichte noch weiterentwickeln möchte, wo ich eben graue oder schwarze Flecken habe, wo die ich ausfüllen möchte. Und dann im Anschluss würde ich gern das Ganze ein bisschen interaktiver gestalten. Ihr könnt mir gern sagen, ob ich irgendwas genauer vorzeigen soll oder ob ihr irgendwelche Tipps braucht, wie man das mit Org-Mode umsetzt oder ob ich eine Idee habe, wie irgendeine Anforderung von euch mit irgendeiner Art von Software zu erschlagen wäre. Ich hoffe, dass das dann nicht zu kurz kommt. Wenn ich irgendwas Uninteressantes mache oder irgendwas erwähne, was euch nichts sagt, bitte unterbrecht es mir, weil ich bin für euch da nicht umgekehrt. Das Offensichtlichste ist einmal, ich habe meine Aufgaben- und Projektverwaltung einmal als zuerst in Org-Mode reingegeben. Das war auch das Killer-Feature von Org-Mode, weswegen ich anfangen wollte, weil ich gesehen habe, dass man da zwischen To-Dos, zwischen Tasks, Abhängigkeiten machen kann. Das heißt, wenn ich jetzt klassisches Beispiel mache, die Garage aufräumen, dann macht es keinen Sinn, wenn ich die Aufgabe, die Wand ausmalen, sehe, bevor ich noch die Garage ausgeräumt habe. Weil das ist auch simple Abhängigkeiten, wenn da das ganze Graffel noch drinnen steht. Was interessiert mich das Ausmalen? Zuerst muss ich das Graffel rausbringen, damit die Wände frei sind. Klassisches Beispiel und da gibt es noch viel mehr. In Org-Mode hat man die Möglichkeit, dass man eben sagt, na, ich hätte gern nur die To-Dos jetzt aufgelistet, die Sinn machen, die ich jetzt machen kann. Weil die eine Zeile, bitte male die Garagenwand an, ist, solange ich die Garage nicht ausgeräumt habe, einfach nur Platzverschwendung auf meiner To-Do-Liste. Das ist das, was mir taugt hat. Und dann habe ich halt das Org-Mode-Manual hergenommen und jede Menge Features entdeckt, die ich dann ausprobieren wollte. Und ja, wenn ihr zu wenig Zeit habt, schaut euch ja nicht Org-Mode an. Kalender, das ergibt sich dann logisch. Also
bei OrgMod ist es so, dass man halt verschiedene OrgMod-Dateien hat, also eine bis viele OrgMod-Dateien, wo man halt so in einer Hierarchie seine Projekte, Kontakte, was auch immer alles erstellen kann. Und dann gibt es abgeleitete Sichten. Und ein Begriff, der wird heute sehr oft vorkommen, deswegen werde ich ihn gleich erklären, ein Begriff davon ist die Agenda. Und die Agenda ist eine der wichtigsten abgeleiteten Sichten, denn sie stellt mir die ganzen Dinge, was ich in den ganzen OrgMod-Dateien drinnen habe, in einer zentralen zeitlichen Sicht dar. Das bedeutet, es ist vollkommen egal, in welchen To-Dos, in welchen OrgMod-Dateien ich To-Dos definiert habe, jetzt eine Datei für meine Dissertation, eine Datei für ein Projekt, eine Datei für persönliche Einkäufe, die ich machen will. Wenn ich die Agenda, die heutige, generiere, dann sehe ich alle To-Dos, die für heute vorgemerkt sind, egal wo das ist. Das ist sehr fein, das ist sehr praktisch, weil dann kann man die Dinge logisch gliedern. Und aber die zeitliche Sicht kann ich mir immer ableiten lassen, ohne dass ich irgendwas machen muss. Das ist automatisch. Und damit arbeite ich sehr viel. Dadurch bekommt man dann natürlich auch einen Kalender. Weil dann sage ich halt, so eine Überschrift ist dann nicht ein To-Do, sondern es ist ein Event. Und ein Event ist es dann, wenn es halt mit einer Zeit oder mit einem Zeitraum, also von bis, gekennzeichnet ist. Und dann ist es halt ein Vortrag, den ich mir anschauen will oder was auch immer. Gerne, ja. Ist da irgendeine Schnittstelle auf das Smartphone? Natürlich, ja. Ja. Für iOS als auch Android gibt es eine App, die heißt MobileOrg. Ist allerdings natürlich nur eine Subgruppe von Features, weil es ist kein Emacs. Aber man kann halt To-Dos aufschreiben, man kann sich die Agenda anschauen, man kann was als erledigt markieren, man kann, also ich verwende das hauptsächlich zum in den OrgMod hineinbringen von Informationen. Sprich, wenn ich auf einer Webseite am Handy bin, sage ich Share, also am Android geht ja das super, Share mit MobileOrg und dann ist der URL in meiner Inbox im Emacs das nächste Mal drinnen. Also ich verwende es hauptsächlich, um etwas in den Emacs hineinzubekommen. Also diese Share-Funktion ist grenzgenial. Ich verwende momentan noch nicht die Agenda am Handy und ich verwende momentan auch sonst nichts von MobileOrg, obwohl das viel mehr könnte. Also das kann auch den Kalender synchronisieren mit dem Android-Kalender. Habe ich aber bis jetzt noch nicht ausprobiert, aber werde ich demnächst einmal angehen, weil mir das Google schon langsam anzipft. Bitte. Das ist sehr vielfältig möglich. Also am leichtesten ist es über Dropbox, wenn dir die Privacy-Bedenken keine Sorgen bereiten. Ansonsten hast du halt irgendwo einen Rechner, den du irgendwo hast, einen Webspace. Und dann kannst du über SSH, über WebDAV, also ich mag es über WebDAV zum Beispiel. Und über einen Haufen anderer Sachen, ich glaube es gibt 5 oder 6 Orten, wie OrgMod mit deinen restlichen Datenbestand kommuniziert. Und auch mit anderen Usern? Nein, also das ist relativ wenig kollaborativ bis gar nichts kollaborativ. Man kann sich dann was zurecht basteln, wenn man zum Beispiel den Kalender nach Google schickt und dann mit anderen Google-Kalendern das macht. Das ist kein Problem. Also ich habe auch meinen Kalender derzeit noch mit Google synchronisiert. So, Kalender. Adressverwaltung. Ich habe am Anfang habe ich mir gedacht, Adressverwaltung, das tue ich mir nicht an, wozu muss ich das in einem Editor machen, bis ich mal gecheckt habe, dass das eigentlich eine ganz coole Sache ist, wenn man seine Kontakte hierarchisch gliedern kann. Das bedeutet, mein Bruder sitzt da gerade vorne, meine Familie, da habe ich halt eine Überschrift gemacht, Familie Voigt, dann drunter halt die verschiedenen Abteilungen, ich habe es nach Orten gegliedert, ihr könnt es anders machen, ja. Ich habe ja gesagt, Niederösterreich, wo ich ursprünglich herkomme, und unter Niederösterreich ist mein Bruder und sind meine Eltern. Und unterhalb von meinen Eltern ist halt mein Vater und meine Mutter und so weiter. Ihr wisst schon, in welche Richtung das geht, das heißt, ich kann halt den Stammbaum sozusagen abbilden, wenn man möchte. Und das hat den Vorteil, dass ich so Dinge wie die Festnetznummer von meinen Eltern nicht bei meiner Mutter und bei meinem Vater dazu gebe, sondern das gebe ich halt beim gemeinsamen Überschrift Eltern rein und das wird dann weiter vererbt. Super. Natürlich so Dinge wie Tagging, auch mit vererben, wenn man möchte, ist alles drinnen. Also man kann dann alle seine Kontakte mit irgendwelchen Dingen taggen und dann Sichten ableiten lassen, also sie
alle beruflichen Kollegen, mit denen ich Sport treibe, kann man sich aus Sicht ableiten lassen, also nach Tags filtern. Die Geschichten, das ist alles Basics, also das ist alles kein Problem. Und damit kann man sich relativ einfach sehr, sehr mächtig Dinge zusammenbasteln. Für die Leute, die halt in der Forschung tätig sind, weiß nicht, wie viele das sind, ich mache meine komplette Literaturverwaltung ausschließlich in Emacs.org-Mode. Ich habe vorher Mendeley verwendet, weil das mit Tagging auch ganz gut funktioniert hat, bis sie halt geglaubt haben, na, ihnen ist das soziale Netzwerk wichtiger wie die Literaturverwaltung. Hat mir ein bisschen anzipft. Abgesehen davon, das habe ich jetzt genauso nach meinen Bedürfnissen machen können und ich finde das super, weil ich habe zum Beispiel bei meinem Tablet, auf dem Tablet habe ich dann die PDFs von den ganzen wissenschaftlichen Papers und da habe ich eine super Software gefunden, mit denen kann man einfach mit Finger drüber ziehen, so wie mit einem Overliner was highlighten. Das wird dann sauber im PDF abgespeichert, das ist sehr fein. Die App hat 4 Euro oder 5 Euro kostet, das ist ein Dreck für das, was mir nutzt. Das ist ein wahnsinniges Killer-Feature. Das ist der Hauptgrund, warum ich das Tablet mir behalten habe. Eigentlich habe ich das nur für meine Eltern gekauft und wollte es dann weiterschieben. Dann bin ich auf die Funktion draufgekommen. Für meine Eltern habe ich dann ein anderes besorgt. Wie heißt der? Da gibt es eigentlich zwei. Die eine heißt Easy PDF und ich habe das Replico Reader. Das waren damals, die waren ziemlich gleich. Vom Feature-Set her, mir war das Replico Reader einfach sympathischer. Und ich habe den Vorteil, mit einem Knopfdruck kann ich mir in der Literaturverwaltung, also ich gehe auf das Paper und ich mache einen Shortcut und plötzlich, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, kommen alle Wörter, die ich im PDF gehighlightet habe, als Text in meine Zusammenfassung von meiner Literaturverwaltung. Boah! Wahnsinn! Seither habe ich auf Papier bei Paperlesen verzichtet, weil das ist so ein Mehrwert, dass ich auf Papier verzichtet habe. Bitte sehr. Jetzt suchst du die Geschichte mit der Adressverwaltung, ne? Ja. Habe ich da die Möglichkeit, das mit unter anderem mit den News so zu synchronisieren, wie jetzt, aber. Ja. Ja, ja, also natürlich alles, was mit Emacs zu tun hat, also jetzt Gnus, das ist halt ein Mailprogramm für Emacs, die sind super integriert mit Org-Mode. Also die Emacs-Community wird immer mehr eingenommen von Org-Mode. Also ich kenne fast niemanden, der bei Emacs wirklich bekannt ist dafür, dass er was macht oder gut ist, der nicht den Org-Mode verwendet. Es geht sogar so weit, dass Leute, die ähnliche Dinge wie Org-Mode vorher schon entwickelt haben, also der Weekly, der hat ja vorher, wie hat das geheißen, irgend so einen Mode gemacht, den quasi da vor Org-Mode alle verwendet haben. Selbst der verwendet jetzt Org-Mode, ist in der Org-Mode-Community prominent vertreten. Also das ist ein Virus, der sich ausbreitet, weil es einfach so breitflächig Bedürfnisse abdeckt. Ihr dürft euch bitte nicht erschlagen lassen von der Vielfalt von Möglichkeiten bei Org-Mode. Schnappt euch am Anfang einfach nur ein, zwei Features raus, die euch interessieren. Bei mir war es halt Tasks definieren mit Abhängigkeiten und Überschriften ein- und ausklappen. Das reicht schon. Das hat man in 2 Minuten drauf. Das ist sehr einfach. Und dann, wenn das Interesse und die Anforderungen bestehen, kommen die anderen Features eh peu à peu wieder dazu. Also ich habe auch nicht das alles, was ich jetzt mache, von heute auf morgen gemacht. Ich habe 2 Jahre gebraucht, bis ich das zusammengebracht habe. Ja. Aber ein bisschen Zeit muss man investieren, aber dafür ist diese Zeit, die man in Org-Mode investiert, viel längerfristiger gültig. Und, das darf man auch nicht vergessen, ultraportabel. Das, was da rauskommt bei Org-Mode, ist reiner Text. In meinem Fall UTF-8-Dateien, die schauen auf jeder Plattform gleich aus und ich kann sie hundertprozentig auf einem Computer in 70 Jahren auch noch lesen. Könnt ihr das von euren jetzigen Daten auch behaupten? In Outlook? Oder ja, Thunderbird, ich meine, die verwenden zumindest offene Standards, aber trotzdem, eine Textdatei ist und bleibt immer eine einfache Textdatei. Die Syntax von Org-Mode ist total einfach wie ein Wiki. Ja, aber jetzt trifft die schon wieder ab. Natürlich, Notizen mache ich jetzt alles in Org-Mode. Für mich ist das jetzt das zentrale Werkzeug. Ich habe fast alles in Org-Mode. Ich habe Notizen zum Thema, wo ich auf welchem Bankkonto mal was eröffnet habe und wo halt ein gesperrtes Konto für die Kaution von meiner Wohnung ausläuft. Da kriege ich dann in 4 Jahren einen Task im Oktober irgendwas,
damit ich mich darum kümmere, dass das Geld halt nicht zinslos auf dem Ding liegen bleibt und so weiter. Alles kein Problem, super. Was will ich noch? Versicherungen, Arbeitnehmerveranlagung, so Dinge, die man halt selten braucht. Das schreibe ich da jetzt immer alles zusammen und das Know-how, was ich halt bei der Arbeitnehmerveranlagung 2008 aufgebaut habe, mit was kann man wo absetzen, da kann ich jetzt jederzeit nachschauen. Über Hardware, über Software, über irgendwelche Workflows, das heißt, wenn ich jetzt von meinem Handy zum Beispiel die Logs von meinem Telefonieverhalten sichern möchte, welche Schritte muss ich in welcher Reihenfolge mit welchem Tool machen. Das, solche Dinge kann man sich sehr einfach da geschwind zusammenstellen. Rezepte und Packlisten, was weiß ich, was muss ich einpacken, wenn ich auf Tauchurlaub fliege, dass ich nichts vergesse. Das ist halt schwierig, wenn man dann halt auf irgendein Schiff ist, dann kann man halt nichts mehr nachträglich besorgen. Also Packlisten sind, je seltener man das verwendet, umso wichtiger. Für einen USI-Kurs wie es schon langsam zusammenbringen, jede Woche dasselbe einzupacken, aber so wie, keine Ahnung, für einen Radausflug von einer Woche, das mache ich nicht jedes Jahr, sondern das habe ich vor 2-3 Jahren das letzte Mal gemacht. Da habe ich jetzt noch die Packliste in meinem Org-Mod und kann nachschauen, was habe ich damals minimal gebraucht und was kann man weglassen. Kann man sich das auch zusammenschließen? Nein, das sind Textdateien. Und ich habe meine Textdateien in einem Git-Repository und das ist nur über mehrere Rechner, also ich tue mir schwer, das zu vernichten. Wer es braucht, OrgMod hat auch eine Full-Size-Tabellenkalkulation drinnen. Kann mit R und wie heißt das Type, mit dem man in Python Grafiken zeichnen kann? Matplotlib und so weiter, kann das Ding alles umgehen, also man kann sich da Sachen ausgeben lassen. Seitdem ich OrgMod verwendet, habe ich wirklich extrem selten LibreOffice Calc verwenden müssen. Das ist das Schöne, ich habe dann von einem Projekt alles unterhalb der Überschrift drinnen. Ich habe das nicht verteilt auf 37.000 Anwendungen, sondern ich habe das alles schön zusammengefasst auf einem Fleck und nachvollziehbar, mit Notizen und so weiter und so fort. Und auf einem Knopfdruck kann ich das exportieren in HTML, in ein LibreOffice-Dokument, in LaTeX, also PDF, in eine normale Textdatei, ohne halt diese OrgMod-Spezialitäten und so weiter und so fort. Seit gestern Nachmittag gibt es die Version 8.0 von OrgMod und die hat jetzt wirklich eine sehr, sehr gut gelungene neue Export Engine drunter. Also bei der Version 8 hat sie sehr, sehr viel getan. Also wer OrgMod schon mal installiert hat und noch nicht viel gemacht hat, unbedingt updaten. Es hat sie wahnsinnig viel getan. Die Dokumentation muss aber teilweise erst nachgezogen werden. Also die ist teilweise nur in der 7er. Die Dokumentation ist sehr gut, deswegen dauert es ein bisschen, weil es halt lang ist. Schaut euch auch vielleicht Screencasts an oder Tutorials. Die sind für einzelne Feature ganz, ganz hilfreich. Für Leute in der Forschung ist das vielleicht auch ein Thema Reproducible Research, also mit OrgMod ist es möglich und das ist jetzt auch wieder eine sehr nette Geschichte. Ich habe eine einzige Textdatei, eine einzige OrgMod-Datei, wo ich das komplette wissenschaftliche Paper, den kompletten Text inklusive aller Skripte, die zum Generieren der Grafiken und Diagramme notwendig waren, in einer Datei. Das heißt, ich habe eine OrgMod-Datei und was weiß ich, 2-3 CSV-Dateien mit den Rohdaten von irgendwelchen Messungen. Und mit den drei Sachen, also mit den Rohdaten plus der OrgMod-Datei, auf Knopfdruck kommt das fixfertige ACM-Paper heraus mit abgeleiteten und ausgewerteten Diagrammen. Das ist ein Hammer. Da ist die Textverarbeitung drinnen, da ist es, wie die Zwischendaten generiert werden, temporäre Dateien, wie das erstellt wird. Es landet nicht alles im Endergebnis der PDF-Datei, aber jemand, der die OrgMod-Datei hat, kann von meinen Rohdaten bis zum fertigen wissenschaftlichen Ergebnis jeden einzelnen Schritt nachvollziehen. Geiler geht's nicht. Das ist Open Research, Reproducible Research par excellence. Also das geht nicht offener. Und vor allem, das ist nicht nur super für jemanden, der das nachvollziehen möchte, jemanden anderen, sondern es ist auch traumhaft für einen selber, wenn man das Paper nach einem Jahr wieder anschaut,
Weil wie oft passiert es am Wissenschaftler, dass der halt irgendwas hinzaubert, ne? Dass irgendwelche tollen Grafiken rauskommen und der ist oft selber ein Jahr später nicht mehr in der Lage, das Ergebnis zu reproduzieren, weil in welches Skript habe ich mit welchen Parametern, in welcher Reihenfolge für welche Dateien aufrufen müssen, das ist ein Horror. Wenn ich wirklich vom Rohtext inklusive Skripte bis zum fertigen Ergebnis nur einen Knopfdruck brauche, ist alles automatisiert und alles nachvollziehbar. Da gibt es keine Unklarheit mehr, auch für mich selber. Also das ist nicht nur für die Nachvollziehbarkeit der anderen, sondern auch für meine eigene Sicherheit nützlich. Wenn es interessiert, nachher da einfach, also alles, was da blau unterstrichen ist, das sind Links, da könnt ihr nachher draufklicken. Ja, Quantified Self, wer von euch kennt Quantified Self? Hat das schon mal gehört? Wenig bis gar nicht. Quantified Self ist eine Bewegung, die ist meines Wissens entstanden aus dem Gesundheitsbereich. Irgendwelche Leute haben irgendwelche seltsamen chronischen Krankheiten gehabt und sind von einem Arzt zum anderen geschickt worden und keiner hat ihnen helfen können, bis die Leute dann begonnen haben, ihre Gewohnheiten mitzunotieren. Auf einen Zettel, wie viele Kaffee trinke ich, was habe ich wann gegessen, und dann haben sie Blutdruck, egal was, dann haben sie Rückschlüsse ziehen können, was weiß ich, 4 Tage nachdem ich das und das gegessen habe, hat mein Kopfweh immer begonnen. Zum Beispiel, das kann kein Arzt machen, das funktioniert nicht. Aber mit Quantified Self, da beobachtet man sich selbst, da sammelt man Daten über sich selbst und man wertet seine eigenen Daten für sich selbst aus. Leute sind dann auf den Zug aufgesprungen für alle möglichen Sachen. Also das Paradebeispiel schlechthin ist, einfach mitnotieren, wie viele Kilometer man in welcher Zeit läuft. Sportliches Freizeittraining, einfach ein bisschen mitlocken, damit man gegen sich selbst einen Fortschritt feststellen kann. Oder Leute machen das, um einfach ihre Vergangenheit, so eine Art Tagebuch besser nachvollziehbar zu machen und so weiter und so fort. Mir gefällt prinzipiell die Idee des sich selbst schreibenden Tagebuchs, so dass ich da ein kleines Seitenprojekt bei meiner Doktorarbeit gemacht habe, das nennt sich dann MIMAX. Das hat einen geschichtlichen Hintergrund, weil da hat es ein großes wissenschaftliches Paper gegeben aus dem Jahr 1946, das ist für die gesamte Personal Information Management von damals bis jetzt ausschlaggebend gewesen. Und da hat es ein Ding, ein fiktives Ding gegeben, von dem der Autor geträumt hat. Man, damals hat es noch keine Personal Computer gegeben. Das hat Memex geheißen. Und ich habe jetzt einfach Memex mit Emacs verbunden und habe Memex gemacht. Das ist erstaunlich einfach. Das macht nämlich nichts anderes als irgendwelche Datenquellen zu übersetzen in eine Org-Mod-Datei. Und dadurch hat man aber wahnsinnig viele Vorteile, und also der Nutzen davon erschließt sich einem selbst erst, wenn man es verwendet. Das ist nämlich ein Hammer, weil ich habe durch Quantified Self, durch MIMAX verschiedene Datenquellen angezapft, wie zum Beispiel, das mache ich schon länger, ich habe die Angewohnheit, Dateien, die halt irgendeinen zeitlichen Bezug haben, mit einem ISO-Datum vorne zu versehen. Also 2013 minus 04 minus 20 mit einer Zeit noch T1631 und dann kommt der eigentliche Dateiname und die Extension. Das schreibe ich nicht selber, ja. Also da habe ich Skripte, die das automatisch reinblasen. Das ist mir zu blöd, dass ich das selber reinschreibe, und mit den Skripten ist das überhaupt kein Aufwand, und dadurch habe ich aber einen zeitlichen Bezug von der Datei. Und dadurch, wenn ich jetzt zum Beispiel ein PDF von einem Vortrag runterlade, von einem Vortrag, der heute um 12 Uhr war, dann benenne ich den halt mit, was weiß ich, 20. April, T12.00, ist bei Windows ein Problem, und dann klatscht diese PDF-Datei auf meine Agenda, auf meinen Kalender, heute 12 Uhr auf, und ich habe alles beisammen. Die Fotos werden automatisch bei mir nach dem Zeitpunkt des Abdruckens beschriftet. Das bedeutet, ich sehe jedes Foto, nachdem ich abgedruckt habe, egal ob mit dem Handy oder mit meiner Digitalkamera, zu dem Zeitpunkt auf meinem Kalender. Das bedeutet, wenn ich heute bei einem Vortrag war, um 12, und habe, also zwischen 12 und 1, und habe währenddessen ein paar JPEG-Dateien in meiner Agenda, na, was wird das sein?
Ich habe ein paar Folien abfotografiert oder den Vortragenden. Das heißt, ohne dass ich die JPEGs überhaupt beschriften müsste, was ich zwar trotzdem meistens noch tue, aber egal, habe ich einen zeitlichen Kontext geschaffen, sodass ich weiß, was das ist. Und ich sehe nicht nur das, sondern ich sehe auch die Tweets, die ich währenddessen geschrieben habe. Das heißt, ich weiß, was ich von dem Vortrag gehalten habe damals, als ich den gesehen habe. Ich sehe Bookmarks, die ich bei Delicious abgespeichert habe, zu dem Zeitpunkt des Abspeicherns. Das heißt, wenn ich auf meinem Handy während dem Vortrag irgendein Open-Source-Projekt mir gebookmarkt habe, dann klatscht das auf meine Agenda auf, zu dem Zeitpunkt von dem Vortrag. Wenn ich... Ja, was habe ich denn sonst noch? Also ich habe da zum Beispiel auch meine Bankauszüge, in CSV kann ich es mal runterladen und das wird dann gepasst. Und wenn ich dann beim Biller, bei der Bankomatkasse, was mit meiner Karte zahlt habe, da steht dann im Auszug der Timestamp drinnen und sehe ich, aha, so und so vielten habe ich bei der Billerkasse um 13 Euro noch irgendwas was gekauft. Das heißt, ich war nicht daheim, ich war einkaufen. Das sind oft Kleinigkeiten, ja. Es ist mir wurscht, ob das jetzt Biller oder Spar war und ob das 13 Euro waren oder 2 Euro. Aber im Großen und Ganzen ergibt sich ein gewisses Bild und ich kann den ganzen Tag sehr detailreich nachvollziehen, wenn ich möchte. Der Clou an der Sache ist, das ist kein Aufwand. Dass das automatisch auf meiner Agenda landet, passiert automatisch. Ich muss mir da nicht irgendwelche Zeit investieren und das nachtippen oder sonst was, das passiert alles automatisch. Das heißt, wenn ich diese Information, dass ich beim Biller das eine gekauft habe, nie wieder brauche, dann brauche ich es halt nicht mehr. Aber falls ich aus irgendeinem Grund, weil an dem Tag irgendwas passiert ist und ich wollte das im Nachhinein rekonstruieren, wann ich, zu welcher Zeit ich wo war, wenn mich das interessieren sollte, dann habe ich die Möglichkeit. Der zusätzliche Speicherbedarf ist mir wurscht. Speicher kostet nichts. Und gerade diese Textinformation kostet noch weniger. Das ist lächerlich wenig. Ich hab bald 1 Million Lines of OrgMode-Code, die ich gesammelt habe durch OrgMode, durch Mimex, und es ist egal. Das ist lächerlich wenig in Megabyte ausgedrückt. Ja? Das schafft da jede Maschine. Das kann ich inzwischen auf mein Handy synken, wenn ich will. Ich kann in Google-Kalender zurückmappen. Also wenn ich auf Google-Kalender irgendwas eintrage, erscheint das auf meiner OrgMode-Agenda. Wenn ich in Git etwas einchecke, erscheint zum Zeitpunkt meines Commits die Commit-Message auf meinen Kalender. Das weiß ich, an dem Tag habe ich in dem Projekt das Feature implementiert. Voll geil. Ich sehe meine E-Mails drinnen. Das heißt, ich sehe ganz genau, wenn ich zusammengeschissen habe per E-Mail, weil dieser Bug aufgetreten ist, bevor ich das eine Feature eingegeben habe und so weiter und so fort. Ich habe dadurch Zusammenhänge. Die habe ich vorher auch. Ich habe die Informationen vorher in mein E-Mail-Client gehabt und in mein Git-Repository und in meinem Webbrowser und bei Twitter. Nur dort und dort und dort müsste ich sie alles einzeln zusammensuchen. Mit der Vereinigung auf meine zeitliche Sicht in der Agenda macht es erst Sinn. So kann ich meine eigenen Daten erst richtig nutzen. Weil ich mache mir nicht die Mühe. Und was war denn an dem Tag? Naja, schauen wir mal zuerst mal bei Delicious. Vielleicht hätte ich ja einen Bookmark abgespeichert. Schauen wir dann auf Twitter, falls ich da auf die Informationen so schnell komme, weil es ist ja schon länger her, dann muss man wieder was runterladen. Wie sind das gegangen? Habe ich irgendwelche Repositories, die an dem Tag vielleicht ein Commit gehabt haben? Das macht niemand, überhaupt niemand. Aber wenn ich das alles auf meiner Agenda habe, dann ist es schon da und ich kann es nutzen, wenn ich möchte. Newsgroup-Postings. Wer im Usenet unterwegs ist, das ist total simpel, dass da meine Postings auf meiner Kalender erscheinen. Und das ist natürlich dann auch verlinkt. Das heißt, wenn ich da auf meiner Agenda draufklicke oder Enter mache, dann bin ich direkt beim Posting, bin ich direkt beim Tweet, bin ich direkt beim Bookmark. Das heißt, ich kann direkt zugreifen auf die Realdaten. Und natürlich ist es ein netter Nebeneffekt, wenn ich halt meine Tweets gebackupt habe. Weil was ist, wenn Twitter eingeht? Da werden die meisten Leute keinen Zugriff mehr auf ihre Tweets haben. Ich sehr wohl. Ich habe alles auf meinen Rechner vereint. Ja, wie schaut es aus mit dem Backup von Seiten? Also wenn ich Bookmark kaufe oder... Da habe ich was ganz so Spezielles. Also für die Freaks, die das so weit treiben wollen wie ich, gibt es leider Gottes nur für Firefox eine Erweiterung, die nennt sich... Weiß ich nicht. die nennt sich Shelf, so wie da. Kennt ihr das lesen?
Also ich gebe jetzt runter, weil der Kontrast besser ist. Also das F9, das da, Shelf. Das ist der einzige Grund, warum ich den Firefox verwende und nur den Firefox. Shelf macht nämlich nichts anderes, wie jede Seite, die ich anschaue, wird auf der Festplatte gespeichert. Das ist sowas wie ein permanenter Proxy, nur kein Proxy. Also eher permanent. Der Clou an der Sache ist, ich habe das Format von den Seiten so gestaltet, dass es halt mit einem ISO-Timestamp beginnt. Das bedeutet, meine Herrschaften und meine Damen, dass ich auf meinem Kalender plötzlich alle von mir angesurften Webseiten sehe, und zwar nicht nur den URL, sondern wenn ich draufklicke, sehe ich die Seite, wie ich sie damals gesehen habe. Egal, ob der Webserver noch existiert oder ob sich der Inhalt geändert hat. Das heißt, ich kann mir jetzt nur das Amazon-Layout vom letzten Oktober anschauen, wenn ich will. Das ist natürlich privacy-mäßig nur auf meine Rechner. Also für die Leute, die sagen, ja, dann weiß doch die Cloud alles, bei mir ist nichts in der Cloud. Ich schaue damit eher, dass ich von der Cloud die Daten wieder zurückhole und nur bei mir habe. Ja, natürlich. Ja, zwischen den Seiten, da kommt man dann halt auf die Originalseite. Ja, aber ich sehe alle Seiten, insofern alle sequenziell angeklickten Links. Also man kann es verbessern, aber das ist schon wesentlich mehr, als ich vorher gehabt habe, weil jetzt habe ich ja wirkliche Browser-History. Falls es wen interessiert, bei meinem Benutzerverhalten von Surfen ist ein Monat Surfen ungefähr 4-5 GB. Ich mache das so, ich habe halt auf dem Notebook, nicht so, da habe ich eine SSD, da muss ich Platz sparen. Deswegen tue ich monatlich die Sachen immer verschieben auf meinen großen Rechner daheim, der hat da 2 Terabyte Platten, da ist man das Blunzen. Und da habe ich die Histories dann von beiden Rechnern vereint. Die History brauche ich unterwegs nicht so oft. Ich weiß zwar, welche URLs das waren, aber wenn ich draufklicke, komme ich halt nicht auf den Inhalt. Okay, da weiß ich aber, daheim könnte ich das dann machen. Und dort mache ich dann noch so ein Tool, weiß jetzt nicht, wie das heißt, das tut dann alle Dubletten durch Hardlinks ersetzen. Das heißt, wenn ich 2 gleiche Bilder, das bei solchen Sachen sehr oft vorkommt, irgendwelche Logos oder so, werden dann x-fach abgespeichert, die werden dann ersetzt durch eine Kopie. Da kann man massiv Speicherplatz sparen. Bei mir geht da immer so ungefähr ein Drittel weg beim Komprimieren. Das rennt dann halt 3/4 Stunde oder so, das ist mir wurscht. Und dann habe ich halt ungefähr ein Drittel dann weg, so Daumen mal Pi. Was ich auch habe, ich habe ein Android-Handy und das nutze ich natürlich auch aus, dass da die Daten zugreifbar sind, im Gegensatz zu anderen Plattformen. Das heißt, ich habe ein simples Programm, das nennt sich, das Programm ist nicht so simpel, nur 5 Minuten, scheiße. Ich logge mit, wann das Handy startet, wenn das Handy niederfährt. Dadurch weiß ich, wann meine Schlafenszeiten sind. Ich logge mit, wenn das Handy, ihr kennt keine Statistikform, wie sich das Schlafverhalten über die letzten Monate geändert hat. Ich schon. Ohne, dass ich einen Aufwand habe. Ich muss da nichts mitschreiben. Ja. Ich schaue das Handy immer in der Nacht aus. Ich brauche es zum Träumen nicht. Was ich auch mitlogge, ist, wenn mein Handy meine WLAN-Wolke von daheim erkennt und wenn sie sie wieder verliert. Das bedeutet, ich weiß, wann ich daheim war. Das Ganze geht natürlich auch mit dem Büro. Ich weiß, wann ich am Institut war und wann ich das Institut wieder verlassen habe. Vollkommen automatisch. Ich schreibe das nicht selber mit. Das wäre mir viel zu blöd, ja? Das ist alles vollautomatisch. Das sind Kleinigkeiten. Was ich ebenfalls auf meiner Agenda habe, sind meine ganzen Telefonate. Da gibt es halt so eine Backup-Software, die macht dann so ein XML draus und von diesem XML leite ich dann halt ein Mimax-Modul ab, dass das halt dann ein Org-Mod wird. Ich sehe, wann ich mit jemandem wie lange telefoniert habe. Also ihr seht schon, meine Agenda, sprich mein Tagebuch ist wahnsinnig detailliert. Natürlich, manchmal wird man da schlagen davon, aber dann habe ich die Möglichkeit zu filtern. Ich schaue mir jetzt nur die Telefonate an oder alles außer die Browser-Historie und so weiter und so fort. Das geht alles, man kann ja das filtern, wie man möchte. So, was habe ich da? Android-Ergänzung. Ja genau, falls jemand das interessiert, gleich.
Die Software, die ich dafür am Android verwende, heißt Tasker. Da kann man so Sachen wie, wenn das WLAN so und so erkannt wird, schreibt bitte diese eine Logzeile in diese Textdatei rein, ist batschen einfach gemacht. Bitte sehr. Du hast doch von der Agenda jetzt schon gesprochen. Ja. Hast du eine Agenda von einem Blog gemacht? Gerne. Das ist jetzt natürlich etwas heikel. Das ist Text, ja. Ihr seht. Du brauchst noch Levels, ne? Bitte? Du brauchst noch Levels. Wie Levels? Du siehst für die Öffentlichkeit zugänglich. Ja, kann man alles machen. Also ich habe ein Tag, das heißt Private. Ich kann gern sagen alles, außer, aber ich habe so wenig mit Private getaggt, dass das echt wurscht ist. Und heute seht ihr, das, was ich mir vorgemerkt habe, was ich mir vielleicht an Vorträgen anschaue. Ich habe da auch irgendwo so ein Leuchtdingsbund. Das ist natürlich alles Text, ja, ist klar. Man kann das aber exportieren auf iCal und dann kannst du es im Google-Kalender anschauen oder mit irgendeinem Programm, das iCal grafisch darstellen kann. Das ist alles kein Problem. Ihr könnt davon sogar in so ein Projektmanagement Sachen ableiten lassen. Ja, das sind die verschiedenen Dinge. Da seht ihr die Zeiten, 16 bis 16.45. Also ihr merkt, wenn ich nicht bei dem komischen Vortrag hängen geblieben wäre, wäre ich beim Android-Vortrag gewesen. Genau, das Ding, wenn ich das dazu schreibe, das habe ich manuell dazu geschrieben, das steht für Do Not Disturb. Wenn mein Handy sowas am Kalender entdeckt, dann geht es auf lautlos. Voll geil. Solange ich noch Vorlesungen besucht habe auf der TU, ich habe nur 1,5 Minuten, habe ich zum Beispiel gesagt, wenn irgendetwas am TU-Kalender erscheint, und das sind ausschließlich Vorlesungen gewesen, gehe so und so auf lautlos. Das heißt, mir ist es nie passiert, dass während einer Vorlesung das Handy angegangen wäre. Abgesehen davon, dass ich mit 13 und Co. ich keinen Empfang gehabt habe. Aber selbst Erinnerungen und so weiter werden halt dann lautlos. Ihr seht, am Abend bin ich bei Wir Staatskünstler im Orpheum. Das Fragezeichen hat sich erübrigt, wir haben Karten. ja, und dann seht ihr halt verschiedene Sachen. Das zum Beispiel sind halt mehrtägige Dinge. Also es ist dieses Wochenende der RoboCup Junior in der Stadthalle. Mein Bruder ist in Graz von gestern, das ist falsch drinnen, auf morgen. Mein Nachbar ist in Australien. Und dann gibt es halt ein paar To-Dos. Ihr seht, das kann man sich alles sehr frei einteilen. Ja? Also diese ganzen Keywords, wie das farblich ist, in welcher Reihenfolge, was ich alles sehen möchte. Total einfach. Zum Beispiel kann, wenn ich eine Taste klicke, nur alles, was mit Kontakten zu tun hat, filtern. Total einfach. Und die Tastenkürzel im Org-Mode sind sehr wenige. Also für das, was man alles machen kann, muss man sich nur ganz wenige Tastenkürzel merken. Ui, und jetzt bin ich auf Null. Das heißt, ich muss jetzt leider aufhören. Leider Gottes ist der interaktive Teil etwas auf der Strecke geblieben, aber ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen und habt trotzdem was rausgezogen. Da hätte ich noch ein paar Sachen, was mir noch fehlen. Ja, das wird sich jetzt nicht mehr ausgehen. Vielleicht berichte ich nächstes Jahr noch darüber. Kurz noch Frage, ansonsten gehen wir dann gerne raus und ihr könnt mich so lange löchern, wie ihr wollt. Bitte sehr. Nachdem Org-Mode ja damit wahrscheinlich in Elis beschrieben ist, wie schaut es dann, wenn du im Org-Mode was machst, aus, ist das ein List-Like-Syntax oder? In Org-Mode? Nein. Der Org-Mode ist für Nicht-Programmierer. Da musst du überhaupt kein Lisp kennen, gar nichts. Und wenn du nicht einmal den Emacs kannst, kannst du es mit der Maus bedienen. Das ist total einfach. Das ist zum Beispiel das Auf- und Zuklappen ist Tab. Irgendwelche Reihenfolgen ändern, runter, rauf mit dem Pfeiltasten. Tabellenkalkulation, total easy. Das andere war von dir die Software, was man da gesehen hat, mit dem Kalenderschreiben und so weiter. Ja, da sind ein paar Module, die sind aber sehr einfach zu integrieren. Ist alles bei mir auf GitHub, die Links sind auf der Vortragsseite. Und bitte, nicht nur meinen Vortrag, sondern alle Vorträge, die Sie heute besucht habt, bewerten und kommentieren auf den Linux-Tagen-Seiten. Also ab heute sollte das Feedback freigeschalten sein. Bitte schreibt dazu, was ich verbessern kann, was die anderen verbessern können. Und falls wir irgendwas gut gemacht haben, schreibt es auch dazu. Das wird viel zu wenig von den Vortragenden heute erwähnt. Bitte. Kommt das in die Agenda? Was denn? In Ihre Agenda. In meine Agenda, dass ich meinen Vortrag bewerte? Ja, da will ich immer Kritik machen, bist du deppert.
So, aber jetzt ist leider Gottes schon über der Zeit. Ich bin nur draußen, gern die Fragen.